Und was ist mit dir? Ich komme zu Ihnen, so schnell ich kann. Ja, scheinst du nicht wirklich zu machen. Und guten Tag. Ich habe hier zu tun, aber nicht mit Ihnen. Ja, sondern mit den netten Damen. Haben wir noch einen Gast? Ich jetzt. Ich sehe mir die Show an. Ach, guck mal hier, der Septimus. Commander, was wollen Sie? Hast du ein bisschen Probleme? Was belastet Sie, General? Ich habe schon viele schreckliche Dinge gesehen. Und es gibt in der ganzen Galaxis nur eine Frau, die mir helfen kann, sie zu vergessen. Wenn Sie so empfinden, warum verbreiten Sie dann Lügen über sie? Weil sie mich abgewiesen hat. Mich, Septimus Oraka, General der Turianischen Flotte. Du bist aber nicht Optimus Prime, sondern nur Septimus Schlag mich tot. Ist das denn wirklich der richtige Weg? Ist sie das wirklich wert? Es muss doch andere Frauen geben. Ich will aber keine andere Frau. Ich will sie. Und nur sie allein. Hören Sie, ich weiß zu schätzen, was Sie da tun. Aber Sie verschwenden Ihre Zeit. Ach komm, das kann man doch bestimmt irgendwie hinkriegen. Wenn ich das anklicken könnte. Kann ich nicht. Sie müssen wie ein General handeln, wenn Sie das überwinden wollen. Ich habe mein ganzes Leben wie ein General gehandelt. Wo hat mich das hingeführt? Nein, diese Zeit ist vorüber. Ich bin, was ich bin. Ein müder, einsamer, erschöpfter Soldat. Ach komm, nicht aufgeben. Wollen Sie, dass man sich so an Sie erinnert? Nein, man soll sich gar nicht an mich erinnern. Aber ich verstehe Sie. Denken Sie, das wäre leicht, sich zusammenzureißen und wie ein General zu benehmen? Ich denke, es könnte nicht schaden. Vielleicht haben Sie recht, Commander. Shaira ist die Mühe wert. Auch wenn sie mich nicht zurückhaben will. Das ist eine gute Entscheidung. Das ist kein Ort für jemanden Ihres Ranges, General. In Ordnung, ich gehe zu ihr. Nachdem ich kalt geduscht habe. Ziemlich lange. Sie sind ein kluges Köpfchen. Hätten Sie Interesse, ein paar Credits zu verdienen? Kommt drauf an. Was soll ich für Sie tun? Es gibt da einen Elkor-Diplomaten, der glaubt, Shaira hätte seine Geheimnisse verraten. Warum denkt er das? Weil ich es ihm gesagt habe. Sie müssen ihm sagen, wie es wirklich ist. Okay, und wie? Wieso denken Sie, er würde mir glauben? Sie bringen ihm Beweise. Nehmen Sie dieses Datenpad. Da steht, wo ich meine Informationen her habe. Es wird Shaira entlasten und den Elkor überzeugen. Okay, wem bringe ich es und wo ist er? Sein Name ist Xeltan. Er ist ein Elkor-Diplomat. Er ist drüben in der Botschaft und beschwert sich über Shaira. Gut. Auf Soldaten, die wie Soldaten handeln. Danke, Commander. Wissen Sie, Sie würden eines Tages selbst einen guten General abgeben. Kaum zu glauben, dass sich ein General wegen einer Frau so aufregen kann. Das liegt nur daran, dass Sie die Frau nicht verstehen, Kader. Schön war, ich habe wieder Auswahlmöglichkeiten bekommen und letztendlich wurde was anderes gemacht, weil wo ich hin wollte, das wusste ich ja schon. Das war ja der Diplomat ganz am Anfang. Und hier sitzt noch der... Zurück, Rex. Fist sagte, wir sollen dich erledigen, wenn du kommst. Worauf wartet ihr denn noch? Ich bin doch hier. Das ist Fists einzige Chance. Wenn er klug ist, nutzt er sie. Er kommt nicht raus, Rex. Ende der Geschichte. Die Geschichte fängt gerade erst an. Aus dem Weg, Menschen. Ich habe keinen Streit mit euch. Worum ging es denn da? Wer weiß. Wir sollten uns da lieber raushalten. Die sehen nicht ganz super nett aus, das stimmt. Ich wollte dich doch hier zu Haken. Allianz Militär. Ich hätte Marine werden können. Stattdessen ging ich zur verdammten Zitadell-Sicherheit. Der größte Fehler meines Lebens. Okay, wir möchten eigentlich den Garrus gerne treffen. Harkin, richtig? Ich hörte, Sie können mir helfen, jemanden zu finden. Einen Officer von der Zitadell-Sicherheit namens Garrus. Garrus?
Sie müssen aus Captain Andersons Crew sein. Will der Bastard Saren noch immer ans Leder? Ich weiß, wo Garrus ist. Aber Sie müssen mir zuerst etwas sagen. Mhm. Hat der Captain Sie in sein großes Geheimnis eingeweiht? Ich vermute mal, das ist immer noch die Saren-Geschichte. Deswegen sage ich mal, dass das wohl seine persönliche Sache ist. Ich muss bloß wissen, wo Garrus ist. Aber es hängt alles zusammen, verstehen Sie? Der Captain war früher ein Spectre. Wussten Sie nicht, was? Es war alles top secret. Der erste Mensch, dem je diese Ehre zuteil wurde. Und er hat es vermasselt. Er hat die Mission vergeigt, woraufhin man ihn rauswarf. Natürlich gibt er Saren die Schuld. Er sagt, der Turianer hätte ihn reingelegt. Was ist denn da genau damals schiefgegangen? Warum haben Sie ihn rausgeworfen? Das müssen Sie ihn fragen. Die Details kenne ich nicht, aber es ist eine gute Geschichte. Der Fall des Helden, die klassische Tragödie. Na gut. Sagen Sie mir einfach, wo Garrus ist. Garrus schnüffelte in Dr. Michels Büro rum. Sie leitet die Klinik auf der anderen Seite der Bezirke. Soweit ich weiß, ist er dahin zurück. Mhm, okay. Was kannst du mir noch über Garrus sagen? Was wissen Sie über Garrus? Ein verdammter Hitzkopf ist das. Er denkt immer noch, er könnte die Welt retten. Legt sich ständig mit dem Executor an. Er wird das schon bald büßen müssen. Der Executor liebt es, uns niederes Volk zurechtzustutzen. Sehen Sie nur, was er mit mir gemacht hat. Ja gut, das sollen wir mal reichen, weil du hast uns gesagt, das war zur Krankheit. Ich verschwinde. Müssen. Ja, gut, gehen Sie. Lassen Sie mich in Ruhe trinken. Mhm, werde ich machen. So, wir wollen mal in die Quest reinschauen. Das ist noch hängend. Garrus, da müssen wir in die Krankenstation. Und hier müssen wir Vala treffen. Und wir können zurückgehen. Schade, also die... Es werden anscheinend nicht alle Sachen gemacht, denn ich muss ja noch zum Botschafter zurück, ne? Hier geht es in Fists Büro, da wollen wir allerdings nicht rein. Das heißt, wir gehen jetzt mal zurück. Und dann erstmal zum Botschafter. Warum hat und Captain Anderson uns nicht gesagt, dass er früher Spectre war? Vielleicht stimmt es nicht. Harkin ist ein Arsch. Ich wette, der spielt nur mit uns. Vermutlich haben Sie recht. Trotzdem... Ah, noch einen kleinen Umweg gerannt. Auch schön. Zum Botschafter und mal gucken, ob ich die Krankenstation finde. Und zu Balafon müssen wir auch noch. So, in die Bezirke. Da gibt es die medizinische Klinik. Warte mal. Ja, auswählen. Barbada Finanzdistrikt. War das jetzt richtig? Ich will ja hier genau zu Badafon. Der sitzt hier in der Bank. Guten Tag. Was darf ich heute für Sie tun, Commander? Ich brauche Hilfe. Man sagte mir, dass Sie für den Shadow Broker arbeiten. Haben Sie irgendwelche Informationen über Saren? Sie sind sehr direkt, Shepard. Hm? Das kann ich akzeptieren. Ich bin ein Agent des Shadow Brokers. Und ich weiß etwas über Saren. Okay, wie können wir da ins Geschäft kommen? Ich habe gehört, dass Ihre Auskünfte einiges kosten. Normalerweise würde sie diese Information ein kleines Vermögen kosten. Aber es sind außergewöhnliche Umstände. Daher gebe ich sie Ihnen gratis. Wo ist der Haken dabei? Genau. Es gibt keinen. Der Shadow Broker ist derzeit sehr erzürnt über Saren. Sie haben schon viele Geschäfte gemacht, bis Saren ihn verraten hat. Okay. Dann war das nicht der Einzige. Saren hat in letzter Zeit eine ganze Menge Leute verraten. Ich kenne keine Details, aber der Shadow Broker hat jemanden angeheuert, der sich darum kümmern soll. Einen kroganischen Söldner.
Den haben wir, glaube ich, gesehen. Der hieß Wax. Ich glaube, ich kenne ihn. Sein Name ist Rex. Ja, ich denke, das ist er. Ich hörte, dass er den Zitadell-Sicherheitsdienst besuchen wollte. Wenn Sie sich beeilen, erwischen Sie ihn vielleicht noch, bevor er die Zitadell-Sicherheitsakademie verlässt. Okay. Ist es nicht seltsam, dass ein Kroganer mit dem Zitadell-Sicherheitsdienst spricht? Sehr seltsam. Aber ich glaube kaum, dass er das freiwillig tut. Wenn Sie mehr herausfinden wollen, sollten Sie mit ihm sprechen. Danke für die Auskunft. Gern geschehen, Commander. Gut, Valafon haben wir jetzt fertig. Das heißt jetzt... das ist immer nicht so. Wir müssen in die Krankenstation und wir müssen in die Sicherheitsabteilung. Können wir gerne machen. So, die Sicherheitsabteilung war, glaube ich, auch im Präsidium nicht. Nee, dann doch nicht. Wo bin ich denn jetzt? Ja, hier, ich glaube, das war... Was haben wir hier? Ach, Shaira. Der will ich widersprechen. Ach, und hier in das Elcor-Büro, ne? Das heißt, ich will eigentlich... War das falsch? Ich will mal Richtung Botschaften. Die waren im Präsidium, ne? Genau. Botschaften. Bevor ich das hier alles vergesse, was ich machen will. Weil es scheint wirklich so, dass die abgeschlossenen Sachen im Tagebuch nicht auftauchen, sondern nur noch auf der Karte, was ich ein bisschen unglücklich finde. Schlimm. Und die Elcor waren doch hier oben, ne? Nein, hier genau nicht. Aber warte mal. Wenn wir gerade hier sind, okay, hier ist kein Keeper. Mit dem Captain will ich jetzt noch nicht sprechen. Aber jetzt wissen wir zumindest, wo der sein wird. So, hallo, Xeltan war das. Seien Sie gegrüßt, Mensch. Dies ist leider kein guter Zeitpunkt. Ich weiß, wer Ihr Geheimnis verraten hat. Es war ein Turianer namens Septimus. Ungläubig. Ich kenne diesen Septimus. Er kann nichts von meinen Geheimnissen wissen. Er kann nur durch die Asari davon erfahren haben. Das stimmt nicht. Schauen Sie mal. Verwirrt seiend. Ich kann mir das nicht erklären. Wenn der Turianer das selbst herausgefunden hat, bedeutet dies, dass alle mein Geheimnis herausfinden könnten. Ach was, da brauchst du dir, irgendwie kriegst du das schon hin. Septimus ist ein mächtiger Mann und selbst er hatte Schwierigkeiten, es herauszufinden. Erleichtert sprechend. Ich denke, Sie haben recht, Menschen-Commander. Danke für diese Information. Erschreckte Erkenntnis. Ich muss mit der Konsortin sprechen. Sie wird sehr verärgert über mein Handeln sein. Nervös entschuldigend. Entschuldigen Sie mich, Mensch. Ich muss jetzt gehen. Ja, natürlich. Mach's gut. Auf Wiedersehen, Menschen-Commander. Sie haben mir sehr geholfen, Commander. Zustimmend. Sehen Sie denn, nicht alle Menschen sind so, wie Sie behaupten. Ja. Ich bin sicher, dass der Erdling irgendwie Profit aus der Sache schöpft. Verzeihend. Hm, ist klar. So, haben wir das fertig? Dann müssen wir jetzt, glaube ich, sogar schon aus zwei Gründen zur Konsortin, ne? Das wird hier so ein richtiges Erfolgsding, so mit ganz vielen Sachen abgeben. Kann allerdings nicht schaden, weil wir sind ja lange, lange hier einfach nur rumgelaufen. Ohne was zu machen. Aber jetzt bitte in die Bezirke. Nein. Ins Präsidium. Hallo. Und zur Konsortin. So, du bist hier dran, ne? Ich muss bestimmt nicht wieder mit dir sprechen.
Ja, genau. Es ist schon lange her. Ich kann mich kaum noch erinnern. Warum bist du zur Zitadelle zurückgekehrt und zur Konsortin? Ich weiß es nicht genau. Es klingt seltsam, aber es war, als ob ich einem Ruf folgen müsse. Nein, nicht seltsam. Viele von uns empfinden so. Aber du bist die also, Erste deines Volkes. Ich komme auf jeden Fall hier durch, ohne aufgehalten zu werden. Ich habe noch keine anderen Menschen hier arbeiten sehen. Aber ich wollte auch nicht fragen. Nach dir werden sicherlich noch viele kommen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Wie weit ich die hören kann, ist ja erstaunlich. Hallo, Shaira. Commander, ich habe gerade eine reizende Nachricht von Septimus erhalten. Danke, dass Sie mit ihm gesprochen haben. Sogar der Elkor-Diplomat hat seine Kampagne gegen mich abgesagt. Habe ich doch gerne. Es war mir eine Ehre, Ihnen zu helfen. Sie sind sehr freundlich, Commander. Aber Sie sollen mir nicht allein aus Freundlichkeit geholfen haben. Ich kann Ihnen noch etwas anderes geben, falls Sie Interesse haben. Um was geht es? Was möchten Sie mir geben? Mein Geschenk besteht aus Worten. Eine Bestätigung dessen, wer Sie sind und was aus Ihnen wird. Ihre Haut ist so dick wie die Schuppen der Turianer. Undurchdringlich. Eine Wand zwischen Ihnen und der Welt. Und sie beschützt Sie und macht Sie stark. Diese Stärke hat Sie überleben lassen, als alle anderen sterben mussten. Nur Sie haben überlebt und Sie werden weiter überleben. Das ist es, wer Sie sein könnten, aber nicht, was aus Ihnen wird. Es ist nur die Grundlage für Ihre glorreiche Zukunft. Denken Sie an diese Worte, wenn Sie einmal zweifeln sollten, Commander. Ja, das war total. Sie haben ein ganz besonderes Talent, Shaira. Ich danke Ihnen. Das weiß nicht jeder derart zu schätzen wie Sie. Sie dürfen die Macht der Worte nicht unterschätzen, Commander. Hier, Commander. Als Belohnung für Ihre Bemühungen um den Elkor-Botschafter möchte ich Ihnen dieses kleine Schmuckstück schenken. Ein Schmuckstück? Was ist das? Ein kleines Geheimnis. Ich habe nie erfahren, zu was es gut ist, aber ich fühle, dass jetzt die Zeit gekommen ist, es weiterzugeben. Und jetzt muss ich Sie bitten zu gehen. Ich habe alles für Sie getan, was in meiner Macht stand. Und denken Sie an meine Worte, Commander Shepard. Sie werden Ihnen Stärke geben. Wunderbar. Haben wir ein Schmuckstück und wichtige Worte bekommen, die uns sicher irgendwann, wenn wir dran denken, wieder in Sinn kommen werden. So, bevor ich jetzt aber in die Krankenstation gehe, um Vrax und vielleicht Garrus zu treffen. Okay, das wollte ich jetzt nicht. Wollte ich eigentlich nochmal. Wo habe ich das denn jetzt hergenommen? Sehr interessant. Wo kam das her? Weil eigentlich wollte ich. Jetzt kommen mir wieder ganz viele Tipps. Aber hier will ich ja gar nichts aufwerten. Ich wollte eigentlich mal wieder was über einen Kodex mehr anhören. Und zwar die Elkor über die gelten als Zitadelle mit. Als Keeper. Die Azari die Zitadelle entdeckten, trafen sie auf die Keeper. Ein fügsames und vielgliedriges Insektoidenvolk, dessen einzige Bestimmung die Wartung und Reparatur der großen proteanischen Station zu sein scheint. Frühere Versuche, mit den Keepern zu kommunizieren oder sie zu untersuchen, schlugen fehl. Heutzutage gilt es als illegal, mit ihnen in Kontakt zu treten oder sie in ihren Aktivitäten zu stören. Weil sie absolut keine Gefahr darstellen, werden die Keeper von den anderen Völkern fast überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Ihrerseits scheinen die Keeper kein Interesse an anderen Lebewesen zu zeigen. Nur gelegentlich helfen sie Neuankömmlingen auf der Zitadelle, sich zu integrieren. Die Keeper können durch Überalterung, Gewalt oder Unfälle sterben. Aber ihre Bevölkerungszahl bleibt immer konstant. Wie sich die Keeper vermehren, wurde noch nicht entdeckt. Aber es gibt Theorien, dass sie genetische Konstrukte sind. Biologische Androiden, die irgendwo tief im unerreichbaren Zitadellkern erschaffen werden. Das heißt, die werden da irgendwo hergestellt und keiner weiß das. Also so ganz ungefährlich ist das jetzt aus meiner Sicht auch nicht. So. Jetzt möchte ich mal, jetzt haben wir das hier auch. 5 von 21. Ja, das ist viel.
Den Propheten haben wir immer noch. Das haben wir nicht gelöst. Und, Mission und Aufträge. Okay. In die Krankenstation und mit Rex sprechen. Und der ist im Sicherheitsding. Jetzt verstehe ich hier so die beiden Sachen. Also das eine ist wohl die Hauptmission. Das andere sind so Nebensachen. Da möchte ich doch jetzt erstmal in die Sicherheitsstation. Und die war natürlich im Präsidium. Das werde ich irgendwann mir vielleicht merken können. Bin ich gerade nicht sicher.